Hallo und herzlich willkommen bei unserem neuen Video. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Im heutigen Video möchten wir dir Übungen zeigen, die du bei einer Frozen Shoulder durchführen kannst. Das bezeichnet die Entzündung der Gelenkkapsel im Schultergelenk und die Frozen Shoulder macht sich meistens durch Schmerzen in der Schulter bemerkbar. Dann wird zunehmend die Beweglichkeit der Schulter eingeschränkt. Zum Ende hin sollten sich aber diese Steifigkeiten in der Schulter wieder auflösen. Die Entstehung der Frozen Shoulder ist noch nicht endgültig geklärt. Es gibt aber mögliche Risikofaktoren, die wahrscheinlich die Frozen Shoulder begünstigen können. Dazu gehört zum Beispiel, dass man die Schulter nicht genug durchbewegt, dass man mangelnde Beweglichkeit in der Schulter hat. Eine nährstoffarme Ernährung kann da auch reinspielen oder aber auch vorangegangene Verletzungen. Die beste Regel bei einer Frozen Shoulder ist, dass man abwartet, aber leicht in Bewegung bleibt. Und wenn dein Arzt dir jetzt grünes Licht gegeben hat, dass du dich leicht bewegen darfst, dann bleib jetzt direkt dran und wir wünschen dir viel Spaß mit unseren Übungen. Hey Leute, Andreas hier. Heute wollen Laura und ich dir mal ein paar Übungen zeigen, wie du mit deinem Frozen Shoulder Problem ein paar Übungen machen kannst, damit du wieder mehr Beweglichkeit in die Schulter reinbekommst. Mit der ersten Übung nimm dir mal den Arm, wo die Schulter wehtut, so strecke ihn so vor dich aus. Also du nimmst den anderen Arm, hebst den Arm hoch und drückst ihn jetzt vorsichtig mit dem anderen Arm gegen zu deinem Körper hin, sodass du dann eine leichte Dehnung hier spüren kannst. Ist ja eine sehr leichte Übung, klar, aber wenn man jetzt die Probleme hat, dann kann das auch schon ganz schön dehnen, ein bisschen schmerzhaft sein. Zu doll sollte es natürlich nicht sein. Einfach eine Weile halten. Und du brauchst jetzt hier auch, wenn das jetzt die Schulter ist, die dir wehtut, dann mach die Übung auch mal nur eben mit dieser Schulter bzw. mit diesem Arm und löst dann einfach auf und entspann die Schulter ein bisschen. Für die nächste Übung, den Fingerlauf, stell dich gegenüber einer Wand und nimm dann den Arm, wo du die Probleme in der Schulter hast, so etwa auf Hüfthöhe. Ja, bring die Finger da auf Hüfthöhe, so gegen die Wand. Mit dem anderen Arm kannst du den betroffenen Arm jetzt so ein bisschen stützen oder gleich bei der Übung auch einfach die Hand so auf die Schulter drauflegen. Versuche jetzt ganz vorsichtig und langsam mit den Fingern so nach oben zu klettern, zu krabbeln und versuche jetzt nicht die Schmerzen herauszufordern in der Schulter, aber einfach ganz langsam nach oben zu kommen. Und wenn du dann eine gewisse Höhe erreicht hast und einfach merkst, hier tut's weh, weiter will ich erstmal nicht, dann kannst du jetzt den Arm wieder absenken, vielleicht auch mit Hilfe des anderen Arms einfach langsam wieder runter gleiten lassen und die Übung zu Hause einfach so ein paar Mal machen, dann kriegst du auch so ein bisschen Mobilisierung in deine Schulter eben rein. Für die nächste Übung brauchst du einen Gegenstand wie einen Tisch oder eine Kommode, vielleicht auch einen Stuhl, den du auf Hüfthöhe in etwa einstellen kannst, damit du dich da drauf ein bisschen abstützen kannst. Wir haben jetzt mal unseren Tisch etwa hüfthoch eingestellt und du nimmst jetzt den Arm, der nicht betroffen ist von der Frozen Shoulder und lehnst dich da so ein bisschen mit dem Ellbogen und mit dem Unterarm drauf ab, beugst dich etwas nach vorne, sodass hier das betroffene Schultergelenk wirklich jetzt ganz entspannt hier runterhängen kann. Und wenn du in der Position bist, dann kannst du jetzt anfangen, einfach ganz kleine kreisende Bewegungen zu machen. Kleine Kreise, bisschen nach vorne und hinten. Und natürlich kommt es jetzt auch darauf an, wie weit die Heilung bei dir schon vorangeschritten ist, beziehungsweise wie stark das Ganze wehtut. Also übertreibe es hier bitte auch nicht. Aber wenn es jetzt auch nicht so wehtut, kannst du schon leicht die Schulter so ein bisschen mitnehmen, wie du es jetzt hier bei Laura auch siehst. Ansonsten einfach schön hängen lassen, schwingen. Das mobilisiert dann die Muskulatur hier in deiner Schulter ganz schön. Und eben dadurch, dass du so nach vorne hängst, ist ja alles sehr locker und kann einfach, wie von selber pendeln. Ja, das war schon die Übung. Ganz leicht zu Hause durchzuführen. Brauchst halt nur irgendeinen Gegenstand, wo du dich dann schön ablehnen kannst. Die letzte Übung haben wir Kniebeugen spezial genannt. Für diese Übung,
brauchst du irgendeine Ablagefläche, die etwa auf Brusthöhe ist. Also wir haben jetzt ja einen höhenverstellbaren Schreibtisch, den wir einfach hochfahren konnten, aber es geht auch eine Kommode oder irgendwas. Sei kreativ, schau mal, was du hast. Und dann legst du jetzt den Arm, wo dir die Schulter schmerzt, einfach mal ab auf die Ablagefläche. Ja, wenn du Hilfe brauchst, nimm dann den anderen Arm mit hinzu, so dass der jetzt hier schön auf der Fläche in Brusthöhe etwa aufliegt. Und jetzt machst du im Prinzip Kniebeugen, indem du einfach leicht nach unten kommst in die Kniebeuge und dann wieder nach oben. Der Arm bleibt entspannt auf der Ablagefläche liegen. Der Fokus ist jetzt hier nicht unbedingt auf der Kniebeuge, aber ich will es trotzdem sagen, wichtig bei Kniebeugen immer, dass die Knie nicht zu weit nach vorne über die Füße kommen, sondern dass so gesehen die Schienbeine eher senkrecht sind und du eher den Po so nach hinten ausstreckst und eben die Schienbeine eher senkrecht sind. Das kannst du so 10-mal machen etwa, merkst dann, wie so langsam hier eine Mobilisierung, ein bisschen Kräftigung auch schon im Schulterbereich entsteht. Mach's einfach so weit, wie du eben kannst. Und wenn du das Ganze dann 10-mal gemacht hast, dann beende die Übung und lass die Schulter entspannt hängen. Wir hoffen, dass dir unsere Übungen zum Frozen Shoulder gefallen haben. Wenn du irgendwie eine Frage hast, schreib mal gern in die Kommentare, damit wir dir auch antworten können. Weitere Informationen gibt es auch auf unserer Website. Schau da einfach mal im Blog nach. Wie immer freuen wir uns, wenn du uns ein Like gibst. Teil das Video gern mit Freunden, abonniere den Kanal und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video. Bis dahin, ciao.